Ja, tut mir nur leid, nicht? Kann alles machen, aber Wind kann ich nicht herbeizaubern, kann nur den Gästen, die jetzt nicht direkt aus Cuxhaven, sagen, wir haben also 320 Tage im Jahr ordentlich Wind, davon also rund 40 Tage richtig kräftigen Wind, manchmal auch einen kleinen Sturm. Aber dass das nun ausgerechnet so wie im letzten Jahr ist, das tut mir ausgesprochen leid. Wir haben mehrere Veranstaltungen, gerade mit Wind absegeln des SVC, ohne Wind, aber dafür dann mit Tide oder wie sie das auch timen. Aber bei Häng ihn höher ist natürlich eigentlich schon schade, dass wir diese Möglichkeit eben hier heute nicht haben werden. Sieht wohl auch so laut Wetterbericht nicht so aus. Aber trotzdem ein herzliches Willkommen allen Kitesurfern. Und ich bin ehrlich gesagt immer gerne hier, freue mich, vielleicht tröstet es euch. Ich habe vor 2 Wochen Regatta gesegelt, Seeöhne, da haben wir also nachmittags Pflaumenkuchen und Butterkuchen essen können, war auch kein Wind. Aber es war trotzdem spaßig und schön. Und insofern freue ich mich alle, die eben den Weg nach Cuxhaven gefunden haben. Und wir probieren eben auch als Stadt mit der Nordsee Halbert, die ja die Kitesurfer um Häng ihn höher auch unterstützen, eben einen Ausgleich zwischen dem Sport und Natur hinzukriegen. Und bin auch sehr dankbar, dass sich also immer alle an die Regeln halten. Das werde ich mir heute Abend im Wattbz, das ist der Chef von der Nationalparkverwaltung, nochmal bestätigen lassen. Denn das ist nicht so ganz einfach, dieser Spagat zwischen eben dem Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und dann eben den Kitesurfern hinzubekommen. Aber wir haben die Kompromisse gefunden. Hier vorne eben in der Zeit über den Sommer, wenn es der Wind hergibt, an der Kugelbarke und in der anderen Zeit eben in Salenburg. 2 wunderbare Gegenden, in denen man einen hervorragenden Sport eben auch betreiben kann. Und ich freue mich darüber, dass die Zusammenarbeit so gut klappt. Bedanke mich bei der DLRG, bedanke mich Deutsche Gesellschaft. Suchen Sie mal den Informationsstand, gucken Sie sich mal den neuen Rettungskreuzer an. Wir machen viel für maritime Sicherheit hier vor Ort und sind eben auch der logische Weg in die Nordsee hinaus. Denn wenn andere nicht fahren, fahren von der Elbe aus immer noch welche raus. Das ist so und da kümmern wir uns drum. Also noch einmal, ein herrliches Event ohne Wind. Man kann aber auch sonst feiern, haben wir jedenfalls in Dänemark bei der Regatta auch hingekriegt. Und wünsche eine gute Veranstaltung. Vielen Dank.